zum Thema mathematische Erwartung, Varianz und Standardabweichung in den Wahrscheinlichkeitsberechnungen. Sei ein Zufallsexperiment, dessen mögliche Ausfälle reelle Zahlen sind. Was wir also hier machen, geht nur, wenn die einzelnen Ausfälle reelle Zahlen sind. Zum Beispiel bei einer Tombola werden 10.000 Lose verkauft, wovon 10 Lose 200 Euro gewinnen, 20 Lose 100 Euro gewinnen, 50 Lose 20 Euro gewinnen und 100 Lose 10 Euro gewinnen. Frage: Wie viel muss ein Los mindestens kosten, damit die Organisation der Tombola einen Gewinn einbringt? Nennen wir den Gewinn die Zufallsvariable x. Um solch eine Aufgabe zu lösen, stellt man am besten so eine kleine Tabelle auf. Die erste Zeile steht für die möglichen Werte der Zufallsvariable. Hier kann man gewinnen 200 Euro oder 100 Euro oder 20 oder 10 oder kein Euro. Und darunter schreiben wir dann die jeweiligen Wahrscheinlichkeiten. Die Wahrscheinlichkeit, 200 Euro zu gewinnen, liegt bei 10 günstigen Fällen auf insgesamt 10.000 mögliche Fälle. Die Wahrscheinlichkeit, 100 Euro zu gewinnen, liegt bei 20 Zehntausendstel. Die Wahrscheinlichkeit, 20 Euro zu gewinnen, liegt bei 50 Zehntausendstel. Die Wahrscheinlichkeit, 10 Euro zu gewinnen, liegt bei 100 Zehntausendstel. Und die Wahrscheinlichkeit, keinen Euro zu gewinnen, liegt bei 9.820 geteilt durch 10.000. Diese 9.820 erhalten wir natürlich durch 10.000 minus 10, minus 20, minus 50, minus 100. Daher diese Zahl 9.820. In der Statistik definieren wir einen Durchschnitt durch die Summe der möglichen Modalitäten multipliziert mit ihren relativen Häufigkeiten. Dementsprechend definiert man in den Wahrscheinlichkeitsberechnungen eine mathematische Erwartung E, so ähnlich. Wir rechnen hier die Summe der einzelnen möglichen numerischen Ausfälle multipliziert mit ihren Wahrscheinlichkeiten. Diese Wahrscheinlichkeiten hier werden bestimmt durch Anzahl günstige Fälle geteilt durch Anzahl mögliche Fälle, ähnlich wie hier die relativen Häufigkeiten. Also die mathematische Erwartung in den Wahrscheinlichkeiten stimmt genau mit dem statistischen Durchschnitt überein. Deshalb berechnen wir jetzt die mathematische Erwartung bei diesem Zufallsexperiment. Machen wir das? Wir wenden die Definition an. Hier ist die Zahl n gleich 5, weil es 5 verschiedene mögliche Werte gibt. Wir rechnen hier also erster Wert 200 mal seine Wahrscheinlichkeit, 10 auf 10.000, plus, es ist ja eine Summe, jetzt wird K2, dann haben wir den zweiten Wert mal seine Wahrscheinlichkeit, steht da, plus dritter Wert mal seine Wahrscheinlichkeit, steht da, plus vierter Wert mal seine Wahrscheinlichkeit, steht da, und dann noch plus die 0 mal ihre Wahrscheinlichkeit, das heißt 0. Wenn wir diese mathematische Erwartung berechnen, finden wir 3 Fünftel, das heißt 0,6. Woraus wir also schließen, dass man bei dieser Tombola im Durchschnitt 0,6 Euro gewinnt, das heißt 60 Cent. Der Minimalpreis von einem Los muss also höher liegen als 60 Cent, damit die Tombola einen Gewinn einbringt. Und genauso wie in der Statistik definiert man auch in der Wahrscheinlichkeit als Streuungsparameter die Varianz V, die ist definiert durch Summe von den einzelnen möglichen Ausfällen minus die Erwartung, diese Differenzen im Quadrat, und diese Quadrate werden jeweils multipliziert mit der Wahrscheinlichkeit von diesen Werten. Und genauso wie in der Statistik wird auch
dieser Streuungsparameter Standardabweichung definiert als Quadratwurzel der Varianz.